Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir in Hyrule gewesen und in Altamira und jetzt gehen wir nach Exile, weil warum nicht? Vielleicht gibt es da noch irgendwas zu tun. Wenn wir hier fertig sind, dann gehen wir zu den heißen Quellen, weil da gibt es ja auch noch irgendwie eine Quest von Regal. Und ja, mal gucken. Wenn wir da noch fertig sind und noch genug Zeit haben. Oh, ihr wart schon mal hier, stimmt's? Hallo nochmal. Warum kommen wir jetzt schon wieder keine Sound? Hallo. Seid ihr Halbelfen? Warum reist ihr umher? Die Welt da draußen ist voller Leid. Ihr könnt hier in Frieden leben. Ach, unsere Reise verfolgt einen Zweck. Wir können nicht aufhören, ehe wir ihn erfüllt haben. Was habt ihr vor? Wir möchten, dass Halbelfen von den Elfen und Menschen akzeptiert werden. Wir reisen durch die Welt, um das zu erreichen. Dann werden Halbelfen also eines Tages akzeptiert werden? Meine Kinder werden nicht mehr weglaufen und sich verstecken müssen? Genau, das gilt auch für sie und ihre Tochter. Wir werden so lange reisen, bis wir es erreicht haben. Wie wunderbar, mein Mann hat das auch immer gesagt. Wo ist er denn? Wo ist er hin? Vater ist... Ist Klois nicht in Heimball und spricht dort mit den Elfen? Schwesterchen! Schon gut, ich will nicht, dass sie noch länger leidet. Heimball? Ach, ihr habt recht. Wie konnte ich das nur vergessen? Sie sind bestimmt müde. Wir müssen jetzt weiter. Bitte passen Sie gut auf sich auf. Seien Sie bitte gut zu Ihrem Kind, wenn es auf der Welt ist. Ach, danke. Viel Glück für eure Reise. Gehen wir, Lloyd. Sicher? Ja, fürs Erste ist alles in Ordnung. Ja, aber vielleicht kommen wir eines Tages wieder. Ja. Okay. Alles noch da. Also ja. Warte mal, hast du was zu sagen? Wie unfreundlich. Du Kleiner, geh weg. Dir schon? Nein, ich meine ja. Maxwell, der fehlt uns auch noch. Sagt dir nicht irgendjemand irgendwas über Maxwell? Ja, werden wir auch schon irgendwann finden. Achso, da. Weiß nicht, werden wir ja schon irgendwann mal alles finden. Ja. So, die Menschen gesehen, wir sind doch Engel und Auserwählte und so. Zwerge haben wir nicht, ne? Haben wir keinen Zwerg in der Truppe? Ja, okay, Lloyd ist auch von einem Zwerg aufgezogen worden, aber trotzdem. Da hätten wir so eine klassische Rollenspieltruppe. Okay. Dann würde ich sagen, hier gibt es nichts zu tun, außer die eine Szene von Virginia. Das war ja schön, den Himmel stattgemacht hat. Da muss da irgendwo Maxwell hier in Verbindung stehen. Oder? Werde ich ja schon irgendwann herausfinden. Pass auf, könnte ich irgendeinen Psychopath so wie ich hier runterschubsen. Dann gehen wir noch zu den heißen Quellen. Das Haus der Besinnung war doch. Da war ein Haus der Besinnung. Er hat gesagt, im Haus der Besinnung war in heißen Quellen. Da habe ich irgendwie so verwirrt. Bin ich ja da dran. Doch, ist richtig. Werde sowieso irgendwann alles mal finden. Es dauert halt nur ein bisschen länger. Was? Ach, bist du ja vielleicht? Ha!
Oh, wen haben wir denn da? Wenn das nicht Regal ist, lang, lang ist's her. Levin, ich bin froh zu sehen, dass es dir gut geht. Haha, was führt zu diesem alten Mann? Gewisse Umstände haben dazu geführt, dass ich mich einem mächtigen Gegner stellen muss. Leider erkenne ich die Grenzen meiner Kampfkünste. Da meine Hände gebunden sind, fürchte ich, dass ich für meine Freunde zur Belastung werden könnte. Levin, du lehrst mich selbst stärker im Namen von Gerechtigkeit sei Gewalt. Ja, ich habe dich den Traubelstil gelernt, weil ich glaube, dass du das verstanden hast. Dass ich es verstanden habe? Warum entfernst du deine Fesseln nicht? Weil ich meine Hände nicht mehr als Werkzeuge der Zerstörung einsetzen will. Ist es demnach in Ordnung, dass du deine Beine dafür verwendest? Nein, dass ich meine Hände nicht mehr einsetze, dient als Erinnerung, dass selbst wenn ich andere Methoden verwende, ich im Endeffekt nur sinnlose Gewalt anwende. Warum zögerst du dann? Du hast dich selbst für das Verbrechen, das du begangen hast, bestraft. Und du hast Freunde, die auf dich aufpassen, dir helfen und dich so, wie du bist, akzeptieren. Warum also zögern? Ja, wenn du sagst, du hast dich entschieden, deine Hände nicht einzusetzen, heißt das nur, wir müssen deinen Kampfstil in Betracht ziehen, wenn wir kämpfen. Die Strafe, die du dir auferlegt hast, ist genau der Grund, aus dem wir kämpfen. Ja, stimmt, dass wir sinnlose Gewalt verbannen wollen. Du hast Gefährten, die dich verstehen. Es gibt keinen Grund für dich zu zögern. Ja, danke, Levin. Und auch dir, Lloyd. Hehe, wir packen es gemeinsam an, okay? Oh, ich dachte... Oh, okay. Du bist anscheinend endlich darüber hinweggekommen. Ja, dank der Hilfe aller. Ja, das nennt man Vertrauen. Bitte missbrauche es nicht. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Haha. Okay. Ich dachte, wir können jetzt mit ihm ein Kamehameha oder so einsetzen. Hahaha. Okay. Du auch. Der Verrückte, der immer einfach so bei Männern dabei war. So, und dann gehen wir mal, nachdem wir jetzt auch alle Städte hier erledigt haben, wahrscheinlich den letzten Part vom Endboss betreten haben. Mein Deutsch ist schon wieder höchsten Niveau. Wir gehen jetzt einfach mal nach Sybark, weil da gibt es ja dieses verfluchte Buch. Und dann gucken wir mal, was da los ist. Wir sollen es ja mit diesen Steinen, den wir von Mythos Schloss haben, verbrennen. Warum nicht? Bin natürlich sehr paranoid, was jetzt passiert. Aber gucken wir mal, ich speichere mal einfach. Kann ja nicht so schlimm sein, oder? Mal schauen. Man könnte schon damit rechnen, dass im nächsten Part der letzte Kampf kommt erstmal. Danach kommt alles andere. Danach kommt noch mal irgendwann der letzte Kampf. So, na? Ich hätte nicht gedacht, dass das Siegel so geschwächt sein würde. Aldrin, wovon redest du? Es ist ein verbotenes Buch, in dem Mythos während des antiken Kriegs die Fürsten der Unterwelt versiegelt hat. Jedoch ist das Siegel im Laufe der Zeit schwächer geworden. Das Böse hat sein Ende im Spiel. Du wirst in das Buch gesaugt werden. Was? Ob ihr aber auch wieder daraus entkommen könnt, ist völlig ungewiss. Im Moment kann ich euch nur mit meiner Macht beschützen. Was wollt ihr tun? Hilf uns! Verstanden. Das Buch ist zu gefährlich, als dass man es ignorieren könnte. Es sollte so schnell wie möglich verbrannt werden. Okay. Hier, Buch betreten. Wir können es nicht einfach so verbrennen. Anscheinend wurden wir in das Buch hineingezogen, so wie Origin es gesagt hat. Okay, was zum... In das Buch hinein? Ist das möglich? Was machen wir jetzt? Leute, der gesegnete Stein. Was ist das Seelenfeuer? Bist du hier, um es zu zerstören? Um uns zu zerstören? Was ist das für eine Stimme? Wir sind die Könige der Unterwelt. Wenn ihr minderwertigen Kreaturen glaubt, uns bezwingen zu können, dann legt euer Leben in der Waagschale und stellt euch der Prüfung. Das muss das Buch sein, das aus Heimdall gestohlen wurde. Warum merkt die? Kannst du mich hören, Hüter des neuen Paktes?
Origin. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Buch weiter auf dieser Welt existiert. Dieses Buch enthält die Essenz der Dämonenfürsten, die den finsteren Plan hegen, die Welt mit der Unterwelt zu vereinen. Die Essenzen gewinnen im Laufe der Zeit an Stärke und werden eines Tages den Besitzer des Buches in den Wahnsinn treiben und anschließend die Welt. Also gut, was sollen wir machen? Ihr könnt das Buch zerstören, indem ihr das Seelenfeuer im entlegensten Winkel der Unterwelt dieses Buches entflammen. Doch selbst das Seelenfeuer kann das Buch nicht mit einem schwachen Feuer vernichten. Ihr müsst das Seelenfeuer so weit erhitzen, bis es heiß genug ist, um das Buch zu verbrennen. Überall werdet ihr Kerzen finden, mit denen das Seelenfeuer verstärkt werden kann. Entzündet sie, um die Macht des Seelenfeuers zu intensivieren. Alles klar, lasst uns das Seelenfeuer verstärken und zur untersten Ebene gehen. Verwendung des Menüs verbieten. Bitte Einschränkung von dieser Ebene B. Was? Kalter willkürlich wählen und kämpfen. Keine Einschränkung? Achso, soll ich die anzünden oder was? Mal gucken, was hier passiert. Wie stark seid ihr? Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Große Kanalratte. Okay. Ich werde ja sowieso nur einmal so reinspicken. Damit ich natürlich irgendwas machen werde. Zack! Futsch! Zack. Hey, was? Wie kannst du es wagen? Okay, das war sehr, sehr einfach. Stratum 1, Ebene 1. Geht weg. Jetzt sind die Gegner aber einfach, aber das wird bestimmt nicht oft so bleiben, nicht lange so bleiben. Sehr schön. Ja. Okay, wieso? Wie kann ich mein Seelenfeuer wieder erhöhen? Na, warten. Kann man machen. Zum alles in der Welt geht hier vor. Es ist unsere Welt. Ihr seid lediglich Außenseiter. Ihr müsst nach den Regeln unserer Welt kämpfen. Verdammt, auch das noch. Dieses Buch ist wirklich gefährlich. Im Effekt mehr Galt halten. Oh mein Gott. Ich glaube, hier sollte ich reingehen, wenn ich wirklich überpowered bin. Hey, was ist das denn? Hey! Weiß schon mal, was mich zu erwarten hat hier, nachdem ich mit Mythos abgerechnet habe. Okay. Oder was ist das hier? Boah, geht weg, Mann! Ich rate. Ich brauche ganz viel von dem Zeug. Meine Güte, die sind auch nervig, die Dinger. Aber jetzt ist halt hier noch nicht so schwer. Finde ich. Ah. Meine Güte, ist der am Abspacken. Ich bin mir ziemlich sicher, paralysieren heißt nicht nur irgendwie daneben schlagen. Also irgendwann muss ich noch mal treffen. Was ist denn für eine blöde Paralyse? Okay, so ganz check ich noch nicht, was ich hier machen muss, aber es wird wahrscheinlich noch irgendwann kommen. Boah. Ich werde schon irgendwann hier durchblicken. Ist sowieso wahrscheinlich schon der. Weiß ich nicht. Wie nennt man das? Der Gegenteil von Endspurt.
Wisst schon, was ich meine? Weil es ja noch verdammt einfach ist. Ach man, lass mich doch mal in Ruhe. Durch anhängliche Gegner. Spark Wafer. Meine Güte. Dead Shoulders. Ja, Judgment. Das warte ich immer. Aber sie hat. Was ist mit mir passiert? Ich bin so steinerstarrt. Langsam werden die Gegner doch ein bisschen schwierig. Da habe ich nicht so das Gefühl, dass die stärker geworden sind. Ich bin nur einfach irgendwie Pech, habe ich das Gefühl. Was zum Teufel? Und sie wurden niemals wieder gesehen. Okay. Ja. Warum nicht? Dann weiß ich nicht. Könnte ich eigentlich den Part jetzt beenden? Im nächsten Part weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich offscreen hier und da ein bisschen mich umgeschaut haben, was ich machen kann. In den ganzen Dungeons und so. Neu schön Gefahr. Ey, geil. Okay. Aber ich habe direkt wieder speichern. Sehr gut. Dann haben wir hier mal einen etwas kürzeren Part. Aber in der nächsten Folge. Lass mich mal überlegen. Ich habe noch einen auf Vorrat. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag. Also Sonntag müsste dann das Finale kommen. Das heißt ja Finale eigentlich. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich kommt noch irgendwie erstmal eine 20 Minuten lange Cutscene. Dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, der Boss und dann kommt irgendwie ein Ending. Also wird das doch ein paar, 3-4 Tage auf sich ziehen noch. So nächste Woche ist das Spiel also schon mal abgeschlossen, storymäßig. Und dann werde ich mich ein bisschen auf Screen hier vorbereiten. Auf das, was auch immer kommen wird und was auch immer nicht kommen wird. Bis dahin sage ich aber dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Yeah.